Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Vertragsbedingungen, die für eine Vielzahl von gleichartigen Geschäften vorformuliert sind. Aber ab wann finden diese Anwendung? Ich erkläre es euch in diesem Video. Welcome at ActiV News. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin Videoaktivist und Volljurist und dies ist mein Videokanal. Ihr alle habt vielleicht schon mal, wenn ihr eine Bank betreten habt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen gesehen, die daraus hängen. Solche allgemeinen Geschäftsbedingungen, die für eine Vielzahl von Verträgen gelten, müssen für jedermann einsehbar sein vor Vertragsschluss. Das heißt, in jedem Laden, wo allgemeine Geschäftsbedingungen Anwendung finden, müsst ihr vor Vertragsschluss die Möglichkeit der Kenntnisnahme haben. Das ist dann der Fall, wenn eben im Eingangsbereich oder den Eingangsbereichen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen aushängen. Es ist dann der Fall, wenn ihr vor Vertragsschluss ein eigenes Exemplar dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen gegebenenfalls auch so zur Unterschrift bekommt. Lest es aber bitte auch vorher durch, denn eine blanke Unterschrift bringt euch gar nichts. Es ist aber dann, und das ist so ein klassischer Fehler, der immer mal wieder vorkommt, nicht erfüllt, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Rückseite der Rechnung oder des Lieferscheins abgedruckt sind. Denn dann habt ihr in dem Fall eben gar nicht die Möglichkeit gehabt, vor Vertragsschluss Kenntnis von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu nehmen. Es gilt aber natürlich, dieser Trick, ob er für euch Vorteile hat oder Nachteile, kann man sowieso nur nach Auswertung sagen. Manchmal sind hier sogar Verbesserungen der Situation drin, verglichen mit der gesetzlichen Situation. Es kommt aber letztlich eben nicht für immer darauf an, weil, wenn ihr beim ersten Mal diese Rechnung auf der Rückseite die AGBs bekommen habt, dann habt ihr davon Kenntnis genommen. Beim nächsten Einkauf gelten die natürlich wieder. Das muss man wissen, weil man natürlich mit diesem Wegschauen, wusste ich vorher nicht unendlich weit kommt. Im Internetzeitalter gilt das gleiche Problem natürlich, ob die entsprechenden allgemeinen Geschäftsbedingungen unproblematisch einsehbar sind. Die meisten Shopsysteme weisen ja darauf hin, und zwar bei Vertragsschluss. Also bevor man die Bestellung aufgibt, muss man entsprechend Haken klicken oder eben explizit zustimmen. Es gibt aber gegebenenfalls auch noch sonstige Aspekte, wenn man zum Beispiel nur eine Seite hat, man schreibt jemand an, der AGBs hat, die aber nicht eindeutig verlinkt sind oder nicht in der Nähe der E-Mail-Adresse stehen. Da kann es dann durchaus auch wieder Fälle geben, wo diese allgemeinen Geschäftsbedingungen eben keine Anwendung finden. Warum ist das so wichtig? Im AGB-Recht gibt es eben sogenannte überraschende intransparente Klauseln, und wenn die eben nicht Anwendung finden, kann das für euch zu Vorteilen führen. Wenn aber hier, wie in dem Beispiel, das ich jetzt geschildert habe, die ganzen AGBs schon gar keine Anwendung finden, dann habt ihr es halt leichter, weil ihr euch nur aufs Gesetz verlassen müsst. Gleichzeitig stellt sich eben gar nicht mehr die Frage, war eine Klausel intransparent etc. Und da ist ja ein gewisser richterlicher Spielraum gegeben, dass das Gericht eben entscheidet, was es für zulässig erachtet oder nicht. Und ihr wollt ja Rechtssicherheit, und Rechtssicherheit ist eben immer dann nicht erreicht, wenn eben ein Dritter darüber entscheidet. Das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja von vornherein wissen, was kommt am Ende bei raus. Ich hoffe, dieses kleine Video zum Thema Verbraucherrecht, schon lange kein Video mehr gemacht, hat euch ein bisschen weitergeholfen. Würde mich freuen, wenn ihr auch in den nächsten Videos zu diesem Thema reinschaut. Bis dann, Servus.